Liebe FC Bayern Basketballfamilie, herzlich willkommen zu unserer letzten BayWa Game Day Show des Jahres. Wie ihr seht, heute nicht aus dem Audidom, sondern aus dem Homeoffice. Hoffentlich bald wieder zusammen. Aber wir haben trotzdem was Schönes für euch vorbereitet. Und zwar hatten wir Svetislav Pesic zu Gast. Legendentrainer, sowieso wissen wir, aber natürlich auch lange bei uns und auch beim FC Barcelona, die wir als nächstes in der Euroleague vor der Brust haben. Gemeinsam sind wir in Erinnerungen geschwelgt. Wir finden heraus, wer sein Lieblingsspieler ist und wir reden über den FC Bayern heute. Ganz viel Spaß. Coach, herzlich willkommen zurück im Audidome. Sie kennen sich ja immer noch bestens aus hier. Wie gerade erwähnt, wir unterhalten uns ein wenig über die letzten 10 Jahre, wo Sie ja auch ein großer Teil... 10 Jahre schon. Ja, genau. Sie kamen im Herbst 2012 nach München. Schildern Sie doch mal aus Ihren Erinnerungen, was haben Sie damals hier vorgefunden? Wie groß war das alles oder wie klein auch? Wie waren so die Anfangszeiten für Sie hier beim FC Bayern Basketball? Ich war in Besuch meinem Bruder in Burghausen und abend war ein Spiel hier. Ich kann mich jetzt richtig nicht erinnern. Dann unsere haben verloren, dann bin ich morgen, weil ich bei Marco geschlafen habe in seiner Wohnung, dann bin ich morgen mit meinem Auto wieder zurück nach Berlin angefangen zu fahren, bei irgendwo, weiß ich jetzt nicht, also ich glaube bei Reut oder so, da hatte mich Marco angerufen und sagte, wo seid ihr, weil er war nicht in zu Hause, wir haben uns nie gesehen, weil wir haben Mannschaft hat verloren und er war lange Nacht hier im Audidom zu diskutieren und so weiter. Ja, da sagt er, ja, du sollst stoppen und dann zurückkommen. Ich habe gesagt, was ist passiert? Sagte, Hennes will sprechen mit dir. Ja, ich habe gesagt, ja gut, also ich trinke einen Kaffee an Tankstelle, dann ich rufe dich zurück, ja. Weil meine Frau war auch da. Dann meine Frau sagte, ja, der Präsident ruft, du sollst zurückfahren. Okay, dann haben wir uns mit Hennes getroffen, Marco und ich, und dann Hennes hat mich gefragt, Herr Pesic, wir wollen hier etwas bauen. Sind Sie bereit, uns zu helfen? Ja. Und so ist das dann entstanden. In Ihrer ersten Saison haben Sie dann auch gleich die Playoffs erreicht, sogar das Halbfinale. Es gab die Viertelfinalserie gegen Alba Berlin. Die haben Sie 3-0 gewonnen. Alba damals mit Heiko Schafarczyk unter anderem. Wie sind Ihre Erinnerungen an die ersten Playoffs? Ja, also das gab es schon eine Mannschaft gehabt, die mit jeder sozusagen mitspielen könnte, sogar mit dem Besten, in dieser Zeit sowieso mit Alba oder Bamberg, Frankfurt, Bonn. Wir haben sozusagen vielleicht am Anfang der Saison hat die Mannschaft einige unerwartete Misserfolge gehabt, also verloren. Dann brauchten wir einfach Zeit. Ja. Also das war nie ein Ziel. Mein Ziel war nie, also ich glaube schon, dass FC Bayern auch nicht nur für Playoffs sich zu qualifizieren. Aber das war schon ein kleines Erfolg am Anfang. Und wir haben natürlich uns gefreut. Wir haben gegen Favoriten, gegen beispielsweise Alba, sehr gut gespielt. Also Alba war sehr gut. Schafarczyk, Heiko, mein Lieblingsspieler. Also das war schon interessant. Das war schon interessant für mich zu sehen, wo wir stehen. Ich habe nicht viel Zeit, also ich war immer da, hier im Audidom. Und wir haben, wie immer am Anfang, in der ersten Saison immer viel zu tun. In der zweiten Saison haben Sie noch mehr zu tun gehabt, weil da stand auch die erste Saison für die Bayern in der Euroleague vor der Tür. Sie haben gespielt hier gegen Olympiakos Piräus unter anderem, mit dem letzten Wurf ganz knapp verloren nur. Dann gab es eine Szene, die ist ganz vielen Mitarbeitern bei uns noch im Gedächtnis geblieben, der Sieg gegen Real Madrid
wo Sie nach dem Spiel den Ball ins Publikum geschossen haben. Erinnern Sie sich? Ja, natürlich. Also das war in dieser Zeit, auch jetzt gegen Madrid zu gewinnen, irgendwo. Aber das war eine sehr große Freude auch für mich, weil Madrid in dieser Situation mit unserer Mannschaft zu schlagen, Heiko hatte getroffen, Dreier, und ausverkaufte Halle, Begeisterung ohne Ende, das brauchten wir also schon da. In dieser Zeit, Verein hat Akzente gesetzt, dass nicht nur Bundesliga, also nicht hier sich durchzusetzen in Bundesliga, sondern auch international sozusagen spielfähig zu sein und compete mit alle andere beste Mannschaft in Europa. Mhm. Ebenfalls in der Saison gab es dann Playoffs, die am Ende zur deutschen Meisterschaft in Berlin geführt haben. Auf dem Weg dorthin im Viertelfinale gab es eine komische Konstellation in Ludwigsburg mit einem Wiederholungsspiel. Wenn man mit Heiko Schafazik zum Beispiel spricht, dann erzählt er davon, wir hatten an diesem Tag frei und waren im Biergarten. Und dann rief uns Marco Pesic an und sagte, wir müssen noch mal spielen. Erinnern Sie sich an... Nein, ich war sowieso nicht im Biergarten. Aber Sie nicht. Ich nicht. Aber das war eine sozusagen historische Entscheidung der BBL, die mich sehr enttäuscht hat. Also das war eine, wie wir Sportler sind, wir waren sehr, sehr enttäuscht. Also ohne Grund eine Entscheidung zu treffen und ein noch einmal gewonnenes Spiel wieder zu spielen oder sozusagen wiederholen. Also das war, also für mich persönlich, das war eine sehr große Enttäuschung. Weil am Anfang meine Zeit hier war so, dass alle haben sich gefreut, dass FC Bayern auch einen professionellen Basketballclub versucht zu installieren, und alle haben natürlich davon auch profitiert, die profitieren noch. Aber damals war alle Begeisterung. Aber als ich wie Trainer hier gekommen bin und als ich gesagt habe, wir wollen Meisterschaft gewinnen, dann war ein bisschen sozusagen, ist das nicht zu früh. Mhm. Aber wir haben geschafft. Also, ob das danach eine zusätzliche Motivation für uns alle, vor allem für die Spieler, war, das weiß ich jetzt nicht. Aber das war einfach dieses zweite Spiel, also gegen Ludwigsburg, das war eine Demonstration, wie ein Meister spielt. Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind dann Meister geworden in Berlin. Beschreiben Sie diesen Moment für Sie. Wie schön war dieser deutsche Meistertitel für Sie? Gleich im zweiten Jahr mit dem FC Bayern. Ich erinnere mich an Bilder, dass Sie auch in den letzten Sekunden des Spiels nochmal Desmond Green, den heutigen Assistant-Trainer, aufs Spielfeld gelassen haben. Es war ein sehr emotionaler Moment. Ja, sicherlich. Immer Finale zu gewinnen, das ist natürlich nicht einfach. Speziell gegen eine Mannschaft, oder einen Verein, die schon eine Tradition hat, wo ich auch lange Trainer war. Aber wie gesagt, 3:1 und plus entscheidendes Spiel in Berlin vor dem ausverkauften Halle, wo natürlich war nie einfach zu spielen und sogar zu gewinnen. Wir haben gewonnen und wir haben natürlich glaube ich, verdient gewonnen. Wir haben eine Basketball, sehr, sehr kompetitiv Basketball demonstriert. Und vor allem, was war sehr interessant, unsere Leistungsträger,
die waren nicht die Beste. Die Beste waren die Spieler, die, sagen wir so, vor dem, also nicht immer, aber sagen wir so, die nicht erste Rolle gespielt haben. Und dann natürlich, Damon Green, der legendäre Damon Green in deutschem Basketball, aber auch hier in, FC Bayern. Er musste einfach auch spielen. Also das heißt, er musste auch ein Gefühl bekommen, wie es mit seinem eigenen Verein noch einmal deutscher Meister zu werden. Das waren sehr schöne Bilder. Sie haben vorher angesprochen, Heiko Schafazik, Ihr Lieblingsspieler. Haben Sie noch Kontakt zu ihm oder allgemein aus dieser Meistermannschaft? Haben Sie Kontakt noch zu Spielern? Chevy Troutman oder wer auch alle da in der Mannschaft waren? Eigentlich mehr oder weniger mit dem alle. Eigentlich mit dem mehr oder weniger. Ich war auch weg von München in Barcelona. Neue Verein, neue neue Herausforderung. Und wenn du Trainer bist, dann du hast nicht viel Zeit sozusagen noch Kontakte zu verbessern. Aber mit Heiko war ich immer in sehr gute freundschaftliche Verhältnis. Jetzt letzten August, als ich meine Geburtstag gefeiert habe, er hat mich besucht. Er war auch mit mir, mit meiner Familie. Und ja, wir haben wieder ein bisschen getrunken, ein bisschen gesungen, ein bisschen über unsere Zusammenzeit hier, speziell in München, aber in der Nationalmannschaft gesprochen. Er hat mich gefragt, also er hat Gedanken gemacht, sozusagen anfangen Trainer zu werden. Ja, wie ist mein Tipp? Und wie ist der Tipp? Mein Tipp, wie gesagt, ich habe ihm gesagt, planst du irgendwas anderes in der Zukunft? Ist also, vielleicht besser. Also nicht, dass er nicht guter Trainer werden kann. Also er liebt Basketball. Er war auch auf einer Position, Point Guard, wo man lernt viel von Basketball. Und, aber ich habe gesagt, Trainer zu werden, ist nicht einfach. Ich weiß nicht, ob du das für dieses Leben bereit bist. Mhm. Jetzt haben wir viele Erinnerungen an Erfolge gehabt. Es gab einen Moment während Ihrer Zeit, das war das Pokal-Top 4 hier in München. Und da gab es zuerst den Halbfinalsieg gegen Bamberg und dann kam der Finaltag. Und am Finaltag erinnern wir uns hier an dass es in die Halle geregnet hat im Vorfeld des Spiels und dann der letzte Wurf gegen Alba Berlin. Ja, so ist das in der Sport. Also es gibt Enttäuschungen und Freude. Also sagen wir so. Aber wie gesagt, ich habe ein großes Glück, dass ich ich sage jetzt nicht, dass ich ein positiver Mensch bin, das sollen die anderen sagen. Übrigens, ich will auch nicht viel über Vergangenheit sprechen, weil wenn du viel über Vergangenheit sprichst, dann du hast keine Zukunft. Mhm. Ich habe noch was im Basketball, aber wie gesagt, das ist der Sport. Also wir waren natürlich, wie wir uns ein Jahr davor gefreut haben oder alle sozusagen die Zeit genossen haben. Jetzt kommt ein Wurf und dann, aber das war nicht Schicksalwurf, das war ein Wurf, die Alba gewonnen hat. Aber wie gesagt, das Leben geht weiter. So ist das. Eine letzte Frage. Kommen wir, weil Sie gerade auch gesagt haben, nicht so viel zurückschauen, kommen wir zur jetzigen Situation. Wie schätzen Sie die Euroleague diese Saison ein und welche Rolle kann der FC Bayern spielen international aus Ihrer Sicht? Eine extrem neue Situation
für alle Mannschaften. Wird unter anderem Bedingungen gespielt, ohne Zuschauer, im Prinzip ohne Zuschauer. In den meisten Hallen in Europa wird nicht mit dem Zuschauer gespielt, was ist natürlich ein großes Problem, finanziell sowieso, aber auch sportlich gesehen. Die Spieler, die alle, wir spielen nicht Basketball nur für uns selber, sondern wir spielen uns zu präsentieren, zu zeigen, zu demonstrieren. Und das ist eine, trotzdem alles, ich glaube, das habe ich schon bis jetzt viele gute Spiele gesehen. Problem ist natürlich, dass die meisten, die können nicht alle Spiele mit dem alle Spieler spielen, aus Virusproblemen, aus diesem Protokoll, die wir in Europa Liga haben. Ich bin auch gespannt, wie weiter geht's. Für mich, das wäre super, wenn irgendwann, egal wann, mit den Zuschauern wird gespielt. Bayern München sehr gut. Bayern München sehr gut. Unsere, die haben schon, ich bin ein bisschen sozusagen auch positiv überrascht. Nicht, dass die gewonnen haben, sondern neue Mannschaft, viele neue Spieler, neue Trainer. Vielleicht am Anfang diese Begeisterung, alles sich zu präsentieren, zu zeigen. Zusätzliche Motivation hilft ein bisschen, geholfen gegen Favoriten, gegen Maccabi, vor allem in Tel Aviv, gegen Fenerbahce in Istanbul zu gewinnen. Wir wissen, dass die Liga ist sehr kompetitiv, viele gute Mannschaften, die Zuschauer sind nicht da und ein spannendes Spiel heute haben wir in Erwartung. Dann schauen wir uns das jetzt an. Okay. Vielen, vielen Dank. Danke. Ja, Einblicke wie von keinem Zweiten. Danke nochmal für Rede und Antwort. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und natürlich unseren Jungs ganz viel Glück für den Kracher FC Bayern Basketball gegen den FC Barcelona, den ihr übrigens hoffentlich for free auf Magenta Sport verfolgt. Hoffentlich auch bis ganz bald wieder im Audi Dome. Bleibt gesund und einen guten Rutsch. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal.